Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012. Und zwar endlich mal zum Rennen von... Habe ich Korb gesagt? Nein. Habe ich Korb gesagt? Korb mit Muschi. Live im Korbrennen von Kanada. Und zwar starten. Ah, ich habe jetzt mal was geguckt. Ey, Spieleinstellungen, Renneinstellungen, stimmt soweit. Ah, verpackt für mich ist aus. 10, Ja, aber... 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Oh. Spaß. Nach einem Full-Wieder-Qualifying. Gott hat zugeschlagen. Spaß. Auf jeden Fall, auf einmal war sinnflutartiger Regen. Land unter in Kanada. Und jetzt so. Haben wir einen trockenen Rennen. Geil. Auf den Korb hat er Wir können mit trockenen Reifen starten. Oh ja. Jo, auf den jo. Korb hat er warten. So, wer machst du die Skatoff-Skalung? Okay. Back! Nein, Spaß. Nach langem wieder? Nach 40 Jahren? Nein, Spaß. Schumacher auf der 1 hat DTM in der 1 um eine Zehntel geschlagen, der auf der 2 dann folgt. Auf der 3 Nico Rosberg, also Mercedes 1 und 3, die werden wohl unsere Konkurrenten im Rennen jetzt sein. Danach kommt Kamui Kobayashi auf der 4, stark auf jeden Fall, Maldonado 5, da auch stark. Ich glaube Hamilton und Button und Webber und Vettel sind gar nicht auf Regenreifen Doch, gefahren. der Hamilton muss ja auf Regenreifen gefahren, sonst hätte ich nicht Der eingeholt. Hamilton ist auf Regen gefahren. Ja, genau. Hamilton ist dann 6. Ich bin 7. 8. Vettel, 9. Webber und 10. Button. Also ich werde gleich mal am Anfang den Hamilton raushauen. Ganz klar. Und ihr seht doch So. Qualifying 3, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Und Rennen genauso. Ist das Setup jetzt drin? Benzinstrategie für das Rennen. Vorsichtig, normal, aggressiv. Ich sag dir gleich, du musst das Setup laden. Ich glaube, wir machen Park für mehr jetzt grundsätzlich aus, weil ich habe keinen Bock hier da immer. So, Wie weiß ich soll eine Zweischreibstrategie Rennstrategie. machen? Ja. Warum soll ich Zweischreibs machen? 15 Das Runden? ist, hier ist so ein hoher Reifendingsbumster. Ja, Abnutzung. ich Was sehe es macht man auch. Benzinstrategie? Vorsichtig, normal oder aggressiv? Ich würde sagen vorsichtig. Ich ändere aber trotzdem die Strategie hier um. Ich starte auf hart. Ich starte auf weich. Ich mache zweimal weich und einmal hart. Start auf hart und gehe dann in Runde 15 auf weich. Dann gehe ich. Also wie lange halten die Weichen ungefähr? Sagst du 12 Runden so? 12, 13 Runden, ja. Also ich fahre zweimal weich, weil dann hast du Dann gehe ich in 24. Runde. Ich starte auf hart. Gehe in Runde 15 auf weich und gehe in Runde 27 nochmal auf weich. Also ich fahre mit der harten Mischung nur 10 Runden. Ja? Ich fahre mit der 15er. Ja, okay, warte mal, das kann ich wirklich ändern. Ich fahre dann mit 13 Runden. Machen wir hier aus 25. Okay, mein erster Stop geht in Runde 12. Nee, Runde 12 geht mein erster Stop. Auf die Weichen. Dann in Runde 24 kommt dann mein zweiter auf die Weiche und dann durchfahren die letzten 11 Also Runden. ich fahr zweimal weich, wahrscheinlich Runde 11, wahrscheinlich Runde 12, also 11, 12 um den Dreh. Und dann nochmal 23, Ja. 24, 25. Ich habe jetzt mal eingestellt, 11 und 24. Ich habe 12 und 24. So, Benzinstrategie für das Rennen? Vorsichtig, weil du hast ja hier durch die, du kannst ja hier volles Aero Ja. pushen, ey. Durch die Zweischrittstrategie, also das ist das kleinste Problem. So. Auf die Strecke. So, Hab jetzt schon keinen Bock mehr. du knallst mir gleich den Hamilton ab. 35 dann, Freunde. 35 Runden, ne? Yep. Scheiß Schumacher davon. Scheiß Mercedes. Oh, ich kann ja das auf der Außenbahn. Oh Gott, das wird schwer, den in der ersten Kurve zu kriegen. Na, was hat Rosberg gegen Bottas gemacht? Ich hab 8 so, und 6. Ach, Der auch. große Der Preis große Preis von Kanada von beginnt. beginnt nicht Yes. Jetzt. Was machen die für einen Start? Haben wir Ich bin Legende Dritter. drin? Haben wir Legende drin? Ja, was ist das für ein Start, bitte? Ja, müssen Legende drin haben. Was machen die denn für einen Scheiß?
Keine Ahnung, ich bin auf 1. Warte, wir lassen erstmal eine Runde fahren, wir werden es ja gleich sehen. Also Hamilton und Maldonado, alle sind bei mir stehen geblieben erstmal am Anfang. Bei mir ist es schon mal auch fast stehen geblieben. LOL! Oyashi Dritter? What the hell? Ich glaube, jetzt haben sie sich... Ey, was war das denn für ein... Was war das Alter, für ein Skat? Formel 1, mach... Mach bitte mal Kur ein bisschen anders, ja? Also... Also der Skat kam mir vor, als wenn die geschlafen hätten bei der Ampel. Kaffee! Ja, in der nicht. Welt kommen sie wieder. Bei dir nicht? Ich könnte schon mal raus beschleunigen. Ey, ich... vor mir war ja rechts, war Hamilton neben mir, vor mir war Dings. Maldonado. Also alle hatten einen super Start. Und Kobayashi auch. Deswegen ist Kobayashi Dritter. Also alle hatten einen Bug, außer Kobayashi und wir beide. Alle haben einen Start 2 Sekunden später das gemacht. Ne, bei mir haben sie den Start schon gemacht, nur die kamen nicht vom Fleck. Bei mir sind sie alle stehen. Die sind schon, haben auch einen guten Start gemacht. Kannst du mal da vorne stehen bleiben? Was? Kannst du mal stehen bleiben da vorne? Nein. Hat dein Renningenieur noch nichts gesagt? Kannst du mal Leute... Was? Hat dein Renningenieur noch nichts gesagt? Kannst du mal ein paar Leute aufhalten? Da sind schon welche in der Boxengasse. Nee. What? Unfall, ganz früh. Safety Car, ganz klar. Mein Spaß. Na ey, was war das denn schon wieder für ein Rennen? Für ein Start? Okay, ich hab so gesagt, doch, der Sieg für Ferrari wird wahrscheinlich unwahrscheinlich werden. möglich sein. Codemasters baut auf jeden Fall diesen gelben Randstein hier ein. Ich bin erstmal ein bisschen geflogen erstmal. Bist du gefahren? 1:16:05. Was kriegt denn hier für einen Scheiß schon wieder? Es ist Rosberg auf der 3. Und Kobayashi Vierter. Ich hasse die erste Kurve, ey. Die ist so behindert, ey. Ich hasse die erste Kurve nach dem ersten Sektor. Diesen Scheiß, diese Links-Rechts-Kombination. Okay. Ich glaube, ohne diesen Bug-Start wäre ich jetzt locker mal Vierter, bestimmt. Rosse, was geht mit dir ab? Hast du was genommen? Was? 3 Minuten? Okay, Scheiße. Ich habe 6 Sekunden. Hallo, Fach! Und dann 3 Minuten auf Rosberg. Ist der Anzeige. Ist der Anzeige-Bug. Den habe ich noch nie gehabt. 2-mal die World of Champions geküsst. Kanada ist verpackt. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Plus 0,08 jetzt. Oh mein Gott. Du musst immer klarkommen mit der Strecke hier, ey. Das sind ja auch komplett neue Reifen, sind das ja. Die sind ja noch nicht benutzt worden von uns. Alter, wieso fahre ich euch so gut weg, ey? Na, ich habe Fehler gemacht, ein paar. Das ist schon Legende, oder? das gucke ich ja erstmal als erstes nach, ob das Legende ist. Und nicht hatten wir einen Profi-Rennen. Ja, Profi werden die viel schlechter. Oder kann das sein, dass wir jetzt einfach keinen McLaren hinter uns haben und Rosberg und so ganz einfach eigentlich im Mittelfeld rumfahren? Kann eigentlich auch sein.
Alter, warum lenkt das so scheiße, bitte? Ich bin schon wieder ein bisschen abgehoben. Hallo, ey. Kanada ist übelst verbuggt, Alter. Das ganze Kanada-Rennen ist verbuggt. Ich hab schon wieder 5 Minuten da stehen. Wenn jetzt hier irgend so ein... Und dann, wenn dieser Autokram kommt und irgendein Typen umfährt, dann lache ich. Nein. Das ist ein extra Static, was sie reinhauen hier. Nein, Spaß. Aber ich hab das ganze Rennen, das ganze Wochenende ist hier verpackt. Gott, ey, Codemasters, ey. Was habt ihr eigentlich gesoffen, wo ihr Kanada programmiert habt, ey? Wodka, habt ihr mal Wodka in die Anleitung drin geschrieben oder was, ey? Minuten, was ist denn das? Bei mir steht auch, dass Rosberg schneller als ich eigentlich ist, okay, aber ich glaube, ich muss einfach mal Steam ganz komplett neu starten, ey. Ich fordere noch mal einen neuen Code an. So, ich habe eine Stand-Einlage aller subtil hingelegt. Ach, du auch noch. Du warst bei mir gerade kurz Dritter. LOL! Na, Rosberg hat sich irgendwie in die Luft reingebeamt oder was weiß ich. Fährst du eigentlich nochmal, fährst du auf weich oder auf hart? Ich war zweimal weich. Fährst du jetzt auf weich? Ja. Ja, deswegen fährst du so gut weg. Okay, 12 Sekunden ist auch schon ein bisschen übertrieben. Fährst du auf Fahrt? Aber ich meine, ja. Und was fährst du? Mager, normal oder fett? Standard. Ah, okay. Standard. Fährst du fett? Natürlich. Rosberg, 7 Minuten Rückstand. Lol. Was ist das für ein Bug, ey? Nicht, dass wir das Rennen für umsonst auf dem beschlagen, ist trotzdem hoch. Mann. Schon wieder knapp ab hier rum. Was sind bitte? Wer? Die letzte Kurve, wenn ich die fahren will. Ich leg da ganz normal ein, aber buh. Also ich möchte mich ja nicht beschweren, dass du Zweiter bist, ja? Aber gib mal Gas da hinten. Ja, ja. Ich hasse Montreal halt. So eine Kackstrecke, auch wenn das schon kurz ist. Was kommt nach Kanada? Alter! Valencia. Ey, ich hatte die ersten zwei Kurven und die Kurven nach dem ersten Sektor. Das sind die behindertste Kurven im ganzen Spiel. Nein, du kommst jetzt nicht mit einer anderen, das sind die behindertsten. Fertig ist. Es gibt schlimmere. Hä? Rosberg minus 0,046, was ist denn das schon wieder für ein Bug? Ja, minus 0,065 steht bei mir. Aha. Okay. Scheiß drauf, fett. Da fahr ich schon 8 Runden mit. I World Champions. Die habe ich schon zweimal geküsst. Na, ich auch. Jetzt heißt sie auch wohl ab. Aha. Das wird ein dicker Batzen Vorsprung werden. Für die Konstrukteurswertung. Ich sehe keinen McLaren irgendwo da. Die sind, werden wohl den Vettel irgendwo rumwirbeln, aber nichts, dass wir von mitkriegen. Martin Wittmarsch wird schon nervös. Was? Der Martin Wittmarsch wird schon an der Boxen ganz nervös. Scheiß Ferrari sagt da auch dauernd, ey.
hätte ich schon gedacht, ach, warum habe ich den in der vierten Saison bei mir ins Team reingeholt, ey. Mann, Mann, Mann. Ich sollte wenigstens heute noch ein Putt aufnehmen, ey. Und noch eine Wand gegrüßt. Zählt die Mauerkontakte und schreibt sie in den Kommentar. Wie sehen deine Reifen aus? Ich war so geil, wo ist da? Orange. Ich weiß ja auch im Qualifying, wo ich 42.000. Hinter deiner Bestzeit war. So, what? Kann da es sein, bist du schon, kann meine sein, Fresse. Kann es sein, dass du ein bisschen Vorsprung jetzt hast? Boah, 1,1 Sekunden. Ein geiler Vorsprung. Boah, er kann kein DS aktivieren. Yeah. Was ist denn deine schnellste Rundenzeit? 1,17,9. Deiner? 1,17,0. Also ich fahr bis jetzt auch nochmal. So, 1,17,3. Was verliert man hier so im Boxenstopp? Zeit. Ja, wie viel Zeit? Keine Ahnung, 20 Sekunden. Oder waren Hamilton und Button vielleicht schon in der Box? Mann, die werden doch nicht aufholen hier. So gut ist die KI auch wieder nicht. Dass sie so fährt, dass sie so weit nach vorne kommen, überholen. Ach, siehst du da noch welche hinter dir oder was? Ja, ich sehe noch so ein paar gelbe Pünktchen. Ja, ob da von einem McLaren dabei ist. Ob das McLaren, ich fand bei F1 2006 so geil, der Minimap war jedes Team ein eigener Punkt, ja? Und zwar Renault war früher ein Punkt, hellblau außen und in der Mitte gelb. Da man ja gewusst, ah, okay, das war Renault. McLaren war silber und rot. Codemasters. Und Ferrari war ein fetter roter Punkt. Da hat man gewusst, aha, da ist Ferrari, da ist McLaren. Bist du auch noch 1,17,5 gefahren? 7. Okay. Sind gerade sehr viele in der Box. Ja, Mann, die haben eine 2-Schub-Strategie. Endlich. Minuten Rückstand. 2,2 Sekunden Vorsprung. Bei mir geht 13 Minuten, aber egal. 13 ich Minuten? Ich glaube, ich fange wieder an. Ich glaube, ich fange wieder an F1 2011 zu Let's Playen. Ha! Da mache ich auch 5 Saisons. Auf Legenden, richtig geil denn. Champion. Wer ist ein Champion? Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Woo! Da bleib ich ja noch vor dir. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. Reik Hamilton auf der 3? What? Der war nicht in der Box. Ja, ein sehr spannendes Rennen hier auf jeden Fall. Ja, vor allem bei mir hier. Viele Ballmann. Viele Ballmanöver. Aha. Ja, ich hab mich am Anfang mal 5 Leute überholt, ey. Meine Fresse, das waren
Persönlicher Rekord. Wie viel hast du ausbeschleunigt? Alle. Alle. Ich hab alle in der ersten Kurve überholt. Ich hab alle vor der ersten Kurve überholt. So, sagen wir's mal. So, Boxen-Crew, jetzt bitte Reifen und an weich. Mauerkontakte zu ihr. Merken, ich habe ungefähr 6 Sekunden Rückstand auf. Vielleicht gucken, wie viele Sekunden ich verliere durch den Boxenstopp. Hamilton fährt weiter. 3,0 Boxenstopp. Rilken Vierter. Hast du gesehen, an welchen Reifen der Hamilton gefahren ist? Ja, klar, ich kann über die Mauer gucken. Du verlierst ca. 12, ungefähr 18, 16, 17 Sekunden durch den Boxenstopp ungefähr. Weniger. Ungefähr so in den Dreh. 10 Sekunden, wenn überhaupt. 3 Sekunden Boxenstopp. 5 Sekunden brauchst du ungefähr bis zur Ferrari-Box. 5 Sekunden wieder raus, brauchst du ungefähr 13, 14 Sekunden. So ganz wenig. Eigentlich am wenigsten im gesamten Rennkalender. Und jetzt kommt Regen. Renninger hat nichts gesagt. Dann kommt doch nichts. Das ist die einzige Ansage, die mal stimmt. Oh ja. Q2 Bildschirm am Ende. Bei mir pistet. Bei mir Sonnenschein. Ja, Sonnenschein nicht, aber kein Regen. La la la. Wo ist auf Hamilton auf, kann das sein? Ja. Ach ja, machen. Mir reicht der zweite Platz. Ich brauche ja eh die 25 Punkte. Gelbe Flaggen im Sektor 3. Oh, du bist da drin. Hamilton. Nein, doch nicht. Ach, da macht die War of Champions. Da steht einer. Wer steht da? Das ist ganz Grosjean. Grosjean. LOL. So viel gefressen. Ist er nicht ein Buttonschinke? Alter, die lecken bei mir. Weber? Leckst du ein bisschen, kann das sein? Ich leck gar nicht hier. Alter, was fahren die zusammen hier? Ganze Codemasters ist verpackt. Sind die Sommerferien? Haben die Sommerferien begonnen? In England weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Bist du schon am Überrunden? Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja dich gefragt. Du deswegen habe ich dich auch gefragt, Katikeyan. Ob du leckst. Alter, De La Rosa, Alter, die lecken bei mir, das ist nicht mehr normal. Da habe ich ja Angst, eine Strafe zu kassieren. Hamilton in der Box. Tschüss, Hamilton. Hamilton könnte durchfahren. Obwohl, das könnte, nee, auch, das könnte auch ein Grund sein, warum die so schlecht wegkamen. Auf Mare sind sie gestartet.
Alter, wie die Boah, die haben alle ihre alten Reifen benutzt. Alter, wie die laggen, ey. Kannst du mal ein anderes Wort sagen als laggen? Ne, das geht nicht. Der Kettheim fällt in der Schikane weit aus, auf einmal ist er ganz weit innen. War man, irgendwo bist du irgendwo auf dem Baum. War das die Bestzeit 1,16? 4,1,2. Okay. Wollte nur wissen. Heute nehmen wir nichts mehr auf. Nee. Ich nehme noch was auf. Da sind mir ein paar zu viele Bugs heute dabei. Ihm hat wieder, sie macht schon wieder Sommer. Okay, der Sonne war jetzt, der Sender weiß am besten, da ist gar nichts. Was? Aber kein Button hier hinten, kein Hamilton hinten. Lass uns über ein paar Themen reden. Wie kann man die Wharf Chapels vermeiden? Indem man sie küsst. Muss ein kleines Briefchen an ihr schreiben. Bitte, bitte. Heute im Radio kamen die 5 besten Tipps zum Abkühlen, ey. Ich hab mich halb kaputt gelacht. Essen Sie ein Eis? Nee. Die waren richtig gut, aber ich hab sie mir nicht gemerkt. Oh. Platz 1 war der beste. Tag. Das war irgendwas mit Gemüse im Tiefkühllager lagern und dann unter das Bett legen. Dann haben sie immer junges Gemüse im Bett. Verstehst du nicht den Witz? Nee. Platz 2 war auch gut. Legen Sie Ihre Unterwäsche ins Gefrierfach. Bei Männern kommt dann eben besonderer Effekt zu tragen. Oh Mann. Ich hab's ja mal gelesen, dass man seinen Kopfkissen in so einen Müllsack reinmachen soll und ins Gefrierfach legen soll. Ungefähr nach einer Stunde oder nach ein paar Stunden wieder rausnehmen und dann ins Bett legen. Wisst ihr, was man auf keinen Fall machen sollte? Was? Sein Handy in die Mikrowelle tun. Ach nö. Wer es trotzdem macht, ich garantiere für nix. Ich fahr mittlerweile ganz gemütlich hier vorne, ey. 16,5 bin ich gerade gefahren. Wer ist denn das hier? Das Schwein? Glock ist 24. Danke, bei mir leckt er gar nicht. Ja, bei mir jetzt auch nicht mehr. Doch. Oh, 12 Sekunden Vorsprung auf Rosberg. Ein paar lang. Oh, da ist eine ganze Parade da hinten. Man muss sich wieder rein. Runde 24. Du auch. Wenn du draußen bist, dann fahr ich gerade mal rein. Er ist da in der Box gewesen. Wenn du reinfährst, bin ich schon lange draußen. Boah, komm allein, Alter, ey. Zender auf der 23. Hat sich harte Reifen geholt. Gut, dass ich nach rechts gefahren bin.
Warum? Hat's geleckt? Aber wie? Auf einmal war der auf Augenhöhe. Wer schreibt mich denn in Orchen an, ey? Ich kann's nicht sein. Obwohl, nächstes Mal mache ich mal wieder alles aus. Skype aus, Orange aus. Mach ich auch. Ne, bei mir ist alles an. Ich hab da nur Orange an, wenn ich Need for Speed spielen will und nicht so. Okay, du nimmst ja dann was im City auf, aber... Trotzdem. Nur plus 3 Runden habe ich noch. Plus 2. Boah, das Rennen zieht sich ja so dermaßen in die Länge. Ich hasse solche Fahrten vorneweg. Was? Ich hasse solche Fahrten vorneweg, ey. Also soll ich jetzt hier besser fahren oder was? Ach, Grosjean, guten Tag. Ach, da bist du. 21 ist das da. Boah, was ist mit dir los? Mit wem? Ja, der ist von ganz links nach ganz rechts gefahren. Das meine ich ja. Und zwar ohne eine Berührung vom Lenkrad. Meine weichen Reifen sind orange. Meine auch. Also den Reifenverschleiß finde ich eigentlich am besten programmiert von dem Spiel. So, jetzt immer DRS kann ich kehren, das wäre ganz nett. Habe ich sogar. Also momentan haben wir richtig Punkten in der Konstrukteurswertung. Ach schon, nicht nochmal der ist. Ah, morgen letzte Prüfungen und dann fertig, ey. Dann heißt es Urlaub. Urlaub, wa? Naja, Gott sei Dank. Was, bist du an die Box gefahren? Kobayashi auch. Also Hamilton ist, glaube ich, Fünfter. Nee, der ist Dritter bei mir. Ja, aber wenn er nochmal in die Box reinfährt, dann ist er nur noch Fünfter. Nein, er hat insgesamt einen Platz gut gemacht, denn nach dem Start. Er ist von 6 gestartet. Warte, Fünfter gibt's 10 Punkte, ne? Ja. Oh, da regnet's Punkte! 43 wieder für Ferrari. Also das Rennen ist noch nicht vorbei, also noch keine großen Tone spucken. Doch, das Rennen ist bei mir hier vorne gelaufen. Ach, bei dir ja, bei mir scheiß mal auf den Kleinen da hinten. Ach, ich habe heute wieder Autofahrer auf der Autobahn gesehen, hätte ich mir kotzen können. Autobahn, ey, Autobahn. Rechts überholt. Autobahn, ey, das ist dicke, fette Baustelle. Rechts ein LKW und links ist da irgend so ein Geländewagen, der den einfach nicht überholt, ja, ey. Und ich will den überholen und dieser Wichser macht einfach keinen Platz. Da hab ich gedacht, boah, ey, mach doch mal Platz. Du hast schon erstmal gehupt, oder? Ich hab aufgeblinkt, ich hab die Hand rausgeschreckt, ey, und der Arsch hat das nicht gesehen, ey. Und ungefähr 1 Kilometer vor der Baustelle zieht er nach rechts rüber, weil der mich gesehen hat vielleicht. Also wenn... Kam der aus deiner Gegend? Ja, er kam aus der Gegend. Und ich so, boah, du Arsch, mach doch Platz, der ey. Sagen, dass er nicht, dass er... Okay, wer kennt sich auf der Autobahn bitte nicht aus? Also der hat mich am meisten wieder aufgeregt heute. Aber das Beste war immer noch ein Franzose. Ey, da bin ich durchgedreht, ey. Wo 100 war vorher 70. Nächste Runde rein? Ja, wo er 100 fahren durfte, vorher 70, wo 80 war vorher 60, wo 60 war vorher 40 und von Mission Guard brauchen wir gar nicht erst reden. Man hat schon gesehen, davor wie die 30. Man hat schon gesehen, wie die LKWs näher kommen.
und irgendwann habe ich einfach nur überholt. Ich war zwar der vierte, das vierte Auto in der Kette, aber das war mir sowas von egal. Den Penner musste ich überholen. Und dann kommt auch immer so Geschichte mit dir denn rein. Und dann kommt immer so ein schöner Effekt, wenn einer den überholt, ja, dann kriegt den anderen nach. Wie waren wir so auf einer Straße, mein Vater und ich sind gerade vom Einkaufen gekommen. Ja. Er musste uns reinlassen, so ein scheiß Berliner, nichts gegen Berliner, aber vom Autofahren, wenn sie Potsdam sind, nee, ey. Ich nichts dagegen, aber er fährt so einen behinderten Smart, fährt der. Dann guckt uns so behindert an und lässt uns einfach nicht rein. Mein Vater brüllt ihn erstmal an, er sagt, ah, Platzmann! Und dann lässt er ihn erstmal rein, ey. Mein Vater ist übelst ausgerastet, ich so, bleib ruhig, Mann, das ist nur ein Auto. Ja, nur ein Auto, ey. Autofahren kann echt Stress sein, ey, aber richtig. Ja, so, ich fahr wieder rein. Los, ja, ich mach hin. So, ich bin jetzt draußen. Bist du schon wieder draußen? Ja. Also ich habe jetzt 5 Jahre den Führerschein, ja? Ich hab ihn mit 17 gemacht. Und was ich schon alles erlebt habe, das gibt das nicht, ey. Das Beste ist immer Das Beste ist immer, wenn sie mich kontrollieren. Fahrzeugschein und Führerschein. Ist immer sage ich ja, das ist den Führerschein, ja? Ach, Herr Krebel, reicht, Sie können wieder weiterfahren. Ja, danke. Ich weiß, wofür Sie mich kontrolliert haben. So, war noch vor Hamilton geblieben nach dem vor, also der Boxenstopp dauert 10 Sekunden. Der dauert ja nicht lange. Ich hatte 11 Sekunden Vorsprung auf Hamilton, jetzt habe ich eine Sekundere Vorsprung. Ja, bleibt ganz ruhig, VB1, Ingenieur. Hast du einen gewissen Iceman bei dir in der Liste? Weil der spielt gerade Trackmania. Ja. Ah, okay, dann hast du die Nachricht auch gerade bekommen. Ich guck mal, das ist immer oben rechts. Wird immer so ein schöner Ton. Ne, Ton habe ich nicht. Den habe ich ausgestellt. So, über was können wir denn noch reden? Ja, was hörst du denn für Musik, wenn du im Radio, wenn du im Radio anmachst? Im Auto. Ich höre kein Radio. Ach, du hast kein Radio. Also Musik, so meine Musik, also ich mache eigentlich jede Musik. Also das Lied, egal von welchem Genre, ob als vom Rock ist, als von Hip-Hop ist, wenn ich höre mir das Lied an und wenn es mir gut gefällt, dann höre ich es. Also ich höre bestimmt von jedem Genre höre ich mal ein Lied. Was ist deine Lieblingsmusik? Dein Lieblingslied? Das aber Lieblingslied gibt's grundsätzlich bei mir nicht. Ich höre einfach was mir gefällt. Mir auch. Wenn ich eins höre, oh, das ist ja cool. Egal, wenn es auch von Rock'n'Roll ist, was weiß ich. Der Sänger ist mir auch meistens scheißegal, ob so das Lied ist gut. Ja. Ich hab von Linkin Park ein geiles Lied, Burn It Down. Das finde ich cool. Weißt du, wo sie mal gebracht haben, das Lied? Nee. Also beim Basketball in der NBA, ja, da hat ja jemand mal so eine Spiel-Highlights von einem Spiel mal gemacht. Und bei dem Sender, wo es übertragen wurde, das Spiel, in der Pause, also wenn sie, sagen wir mal, wenn sie gerade eine Auszeit genommen hat oder vom ersten Viertel zum zweiten Viertel, dann eine Pause ist und dann zeigen sie kurz mal Highlights und dann kommt diese Musik immer. Ich habe mich gewundert, oh, was ist das für ein geiles Lied, ey? Und ja, und dann habe ich halt gesehen, aha, so heißt das Lied. Hast du auch manchmal Probleme? Hast du auch manchmal Probleme, du hörst ein Lied, aber weißt nicht, wie das Lied heißt? Genau. Ich höre lieber so eine Werbung. Wie heißt denn das Lied? Ich will es unbedingt, oder? Ja, das hat sich so ein Lied von früher, was übelst geil war. Mir fällt der Name nicht ein einfach. Und dann? Gedankensplitz und dann wow, dann war es da. Dass wir hier einen Doppelsieg rausfahren, hätte ich nicht gedacht. Ich bin gespannt, ob der Emmett nochmal in die Box fährt. Was können wir noch für ein Thema anschneiden? Dein Lieblings-Let's Player. Ja. Dein Lieblings-Let's Player.
Hab keinen. Hast keinen, ich auch nicht. Ich guck mir die an, die mir gefallen und fertig. Ich guck mir von denen an, die Projekte an, die mir gefallen. Zum Beispiel der eine macht Grid 2 von, okay. Ich komme eigentlich von denen, der hat Lego City Undercover gemacht, also für die Wii U. Und ja, den kenne ich schon länger, den habe ich schon seit, keine Ahnung, seit 2 Jahren so abonniert, weil der früher so ein Skateboard-Spiel gemacht hat. Tony Hawk's Underground, kennst du bestimmt. Ja. Hat er mal Let's Play, also ganzen Tony Hawk Spiel, und daher habe ich ihn abonniert. Vor 2 Jahren, glaube ich, in den Sommerferien war das. 2011 in den Sommerferien habe ich ihn dann abonniert, da hat er vielleicht mal 8000 Abonnenten. Und jetzt hat er 26.000 oder so. Wo willst du hin, mit welcher, bist du wie viele Abonnenten? In diesem Jahr will ich noch 1000 schaffen. Die habe ich auch, aber irgendwie kriege ich kaum welche dazu momentan, ey. Das ist ein bisschen... Och, ich krieg immer so ein paar dazu. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Wenn wir schon Best auf Mojang machen, dann kommt 1000 Abonnenten Special. Best auf Mojang. Mach weiter? Ne, passt jetzt nicht mehr rein. Ich wollte gerade den Ingenieur auch was empfehlen, ja? Geh mal nach hinten in die Box, du nervst. Fährst du noch 100% hier wirklich? Was für 100%? Ja. Fährst du noch 100%, also am Limit? Pff. Fahr einfach noch mal die Runden ab. Ich auch, aber man merkt das bei mir sofort, ob ich noch 100% gebe oder nicht. Okay, bloß vor Hamilton bleiben ist es. Ich glaube, der kommt nicht mehr rein. Der eine Einstopp-Strategie gemacht. War es eine Runde 15? Ist auf weich geschaltet, ist eine Runde 15 auf hart gewechselt, jetzt ist er durchgefahren. Oder fährt durch. Oder zweimal ja, weich. Ja, was kann man noch reden? Wann holst du dir Sim City endlich? Ta, kann länger dauern. Was heißt bei dir mal kein Ding? Warst du in der Zeit immer beim Mediamarkt da? Hast du dieses Torrentschießen mal gemacht beim Mediamarkt? Ach, da gibt's auch eine Story von. Kennst du die Story aus Aachen? Der Treffsichere. Nee. Der hat jedes Mal dieses Tor getroffen. Jedes Mal. Und irgendwann hat er da ein Verbot bekommen für. Die Begründung war. Ich habe mal gesehen, da hat jemand einen Laptop für 1600 Euro gekauft, ja? Er trifft dieses Tor und kriegt das ganze Geld zurück. Ja. So geil. Wie viel hat er denn getroffen? Also, ist ja mal so, du kaufst die Sachen, sag mal, du kaufst jetzt ein Handy und du kaufst dir eine, und du kaufst eine DVD, ja? Dann musst du eigentlich zweimal treffen, ja? Um beide Sachen zu beschenken zu bekommen. Nein, das ging anders. Du kriegst einen Kassenbon und pro Kassenbon hattest du einen Versuch. Aber ich kann den Typ aus Aachen, der war treffsicher. Der hat eine ältere Dame, ich glaube, die hatte 6 Notebooks in ihrer Tasche im Wert von 2400. Er hat bezahlt an der Kasse mit ihrem Geld. Und dann sollte er da die Torwand schießen, hat getroffen und dann hat die Dame das Geld zurückbekommen. Die war natürlich... Video davon? Nee, ich hab's nur einen Artikel gelesen. Ich so, Alter. Und irgendwann hat er ein Verbot bekommen. Die Leute haben ihn angebettet, ich geb dir das Geld und du kaufst mich und dann soll er treffen, wa? Nee, Mediamarkt hat, er ging ja nur einmal am Tag da rein, damit es nicht so auffällt, ist ja logisch. Und jedes Mal andere Klamotten. Und jedes Mal irgendwas anderes. Ich hätte auch einfach in einen anderen Laden reingegangen. Irgendwann hat er sich was für seine Tochter, dann seine Mutter, und irgendwann hat die Mediamarkt hat irgendwann gesagt, nee, du gehst da jetzt nicht mehr dran. Und dann hieß es die Begründung halt von Mediamarkt, ja, er könnte kriminell machen, ja, er könnte ein Betrüger sein, ja. Wie soll man bitte einen Schuss manipulieren? Mediamarkt ist nämlich so ein bisschen selber. Ich bin fast abgeflogen gerade nochmal. Jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht, jetzt können wir die nächste Schleichwerbung machen. So, was gibt's denn hier noch für ein Thema? Hast du noch ein schönes Thema?
Ich überleg gerade mal, Hast du Let's Dance geguckt? Was hast du, was? Hast du Let's Dance? Wer guckt denn so ein Assi-Scheiße? Danke! Zamba, 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 Zamba! Oh, 10 Punkte! Das war so schön in diesem Rock. Oh, die Musik war so traumhaft. Oh, so putzig war das. Du kriegst locker 10 Punkte. So ein Scheiß können wir dir angucken. Danke! Hab ich's gut getroffen? Ja, perfekt. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Nee, also was willst du das nächstes Let's Play? Du läufst auf Verkehr auf, sei vorsichtig. Ich sag nur farbig ab, laut Plan mehr nicht. Oh, deine nächsten Projekte, Mensch. Weiß ich nicht, kommt drauf an, worauf ich Bock hab. Hey, mit also was du noch mit einem Jahr 2000... Rückscan. Boah. Nee, was hast du denn im Jahr 2013 noch geplant zu Let's Playen? Gar nichts. Bei dir steht ganz oben GTA 5. Ja, wenn's auf dem PC 5? Rauskommt. Dann holst du halt für. Hast du eine PS3? Nein. Xbox? Ach, nein. Ach, ey, ich hab. Ja, das ist mich gerade auf den neuen Thema gebracht. PlayStation 4 oder Xbox One? Ach genau, ja, da auf der haben sie auf D3 gezeigt. Ey, was so, dieses neue Need for Speed Rivals, so ein geiles Game, ey. Die Grafik, hast du dir mal die Grafik angeguckt? Boah. Bombe. Ja, was würdest du dir holen? Nee, also ja. Keine. Gut. Was, ich hab einen PC. Haben wir das Thema auch hinter uns? Also, nee, also, wenn ich meine kaufen würde, ich würde mir die PS4 holen, weil ich bin nicht so der Xbox-Fan. Okay, ja, okay, die Xbox 360 wäre auch nicht schlecht, aber so die neue Xbox One, nee. Dass du always on, ja, also die always on Funktion, also dass du immer online sein musst. Da wird alles bei dir, kannst du alles im Zimmer, da ist so eine Kamera in der Xbox One drinne, die dein Zimmer dann sieht, ja, so. Also zum Beispiel, das ist eine kleine Kamera, die sieht jetzt den Spieler, plus den, ein bisschen hinter das Zimmer, ja. Und da kannst du halt alles filmen, also was gesagt wird, wird alles dann gespeichert. Und ja, wird dann halt bei Microsoft halt in dieser Datenbank bestimmt gespeichert. Von dem und den Ort, an dem und den Zeitpunkt. Darf ich Gott, was ist noch mal einen Vorschlag machen? Mach. Wenn ein Marktwerber auf Position 16 einen keinen Frontflügel mehr hat und dahinter fahren dann drei Autos, die auf dem letzten 22, 23 und 24 sind, was für ein Effekt kommt da zustande? Dass sie den nicht überholen? Dass sie den A nicht überholen? Weil sie ja immer wieder blaue Flaggen bekommen und das regt auf. Das ist auch noch so eine kleine Verbesserung, die man einbringen muss. Ey, die müssen mehr Verbesserungen haben. Erstmal muss ich Verbesserungen haben. Dass man wieder 10% Rennen fahren kann, auf jeden Fall, das will ich wieder haben. Nee, was ich einfach nur möchte, ist eine Einführungsrunde, eine Auslaufrunde und ein Siegerprotest. Die drei Dinge noch. Oder deine Figur, damit du vielleicht so auch steuern kannst. Weißt du bei F1 2006, ja? Vor dem Rennen, ja? Weißt du, was da war? Heiko Wasser und Christian Danner. Wie heißen sie? Herzlich willkommen zum Großen Preis von Kanada. Die sagen da ehrlich, wie heißen sie? Herzlich willkommen zum Großen Preis von Kanada. Heiko Wasser vor jedem Rennen und Christian Danner, ja? Die erklären da die Startaufstellung, die... Ja, das muss ich nicht haben. Das muss ich nicht haben. Das war cool gemacht, ey. Also ich finde F1 2006 als letzten Formel 1 für so eine kleine Mini-Konsole. Also ich wünsche mir eigentlich nur eine Einführungsrunde, eine Auslaufrunde. Und halt... Und das unten... Und dann am Ende des... Und am Ende des Sieges, also wenn du jetzt über die Ziele fahrst, das unten links dann steht, Sieger plus Flagge, und so weiter. Durchschnittskamera wie sie in der Formel 1 mal zeigen. Und dann fährst du in das Park Fermé rein und dann kannst du deine Person frei bewegen, wenn dein Auto steht. Das wäre oh. Ah, dann nur aus der Ego-Perspektive. Ja klar, und dann das wäre göttlich. Und dann kannst du Klasse Helm abnehmen. Boah. Da siehst du noch ein paar Schweißtropfen ab. Aber das war jetzt erstmal genug Gerede.
Letzte Runde, letzte Schikane und Sieg! Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn der Button? 8. Hier, guck mal zu. Bei mir ist ein kleines Duell hier zwischen Hamilton und mir. Wann ist denn der Schumacher eine schnellere Rundenzeit gefahren als ich? Film mich doch einfach mal, lass mir doch einmal bei dir drauf sein. Oh! Boah, schreck mich nicht so! Die Arme! Die armen Reifen! Oh, was brützt so rum? Die armen Reifen! Victory! Doppelsieg hier in Nutten! Und Hamilton und Button holen nur 19 Punkte. Yeah! Ganz ruhig. So. Oh, ich kann nicht mehr. Ist jemand ausgeschieden? Nein. Wieder keiner. Mark Webber 16 da. Stark, mein Freund. So. Wir sagen das Rennergebnis an. Auf der 1, DTM F1. Grandioser Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Auf der 2, meine Wenigkeit. Dankeschön. Keine Widerrede, danke. Auf der 3 dann Lewis Hamilton, der wohl, ja, 2 Stops gemacht hat. Ein. Und, ein, der war drin nochmal. Hab ich doch gesagt. Ein. Der war genau. Nur einmal drin. Ist noch, ja. Dann kommen die bei Mercedes auf 4 und 5. Kobayashi auf der 6 hat sich eigentlich verschlechtert von Platz 4. Schumacher ist von der 1 gestanden und auf 5 gelandet. Nach dem geilen Start von allen. Hinter Sebastian Vettel, 8er Button, das heißt nur 19 Punkte für McLaren und 43 Punkte für Ferrari. 9er Marcel Maldonado und den letzten Punkt holt Kimi Räikkönen. Fahrer WM. 4er! Ja! Wie der abgeht! 93 Punkte rutschen auf dich. 61 Punkte habe ich. 30 Punkte Vorsprung, mein Freund. Konzentrationswertung. Jetzt, oh, jetzt kommt sein Lotus und Red kommt gleich auf. Behindert, yeah, wieder. Yeah! Ungefähr. Mach einmal. Mach mal da einmal das Yeah. Yeah! Genau so. Weiter. Wetten, meiner heult wieder rum? Nein, deiner freut sich. Ja! Da sind sie. Sieg! Nummer! Komm, klatsch ab, klatsch schon ab, klatsch doch mal ab. Klatsch ab, los! Da oben steht er doch rum! Das finde ich so blöd, dass man das nicht sieht, ey. Man sieht deine Visage nicht. Ach ja, Europa, Valencia. Das war der... Oh Gott, ich hab Angst. Warte. In Kanada haben wir auch Ja geschrien und im Qualifying war Regen. Ja! Ja! Na. Ich will mal ausrasten! Hier, bewegt ist es. So, ich würde sagen, wir bilden hier, wir nehmen nicht mehr auf, wir haben keinen Bock mehr. Das war Kanada. Und ich würde sagen, wir bilden hier, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann einfach mal im Video ein Däumchen nach oben. Schreibt einen Kommentar! Und nicht schon wieder, wir sind den Lieblingsfahrer. Das ist doch schon jetzt 3 Wochen, ich hab alt. Ein Lieblingsfahrer, das ist Guido von der Garde, das bleibt für immer. Also, ein Spaß. Das ist für immer Streit, so viel fahren, wie ihr wollt. Was? Das für immer merken wir uns. Gut, dann war's das, macht's gut, ciao. Oh.